Wie stellt man einen Schmetterling aus Salzteig her? Dafür brauchst du Salzteig, ein Blatt Papier, einen Bleistift, eine Schere, ein Nudelholz, ein Messer mit abgerundeter Schneide, Zahnstocher, Sonnenblumenkerne, Linsen, Wasserfarben und einen Pinsel, Glanzlack und Backpapier. Schritt 1. Mache die Formen. Schütze zuerst deine Arbeitsfläche mit Backpapier. Nimm jetzt einen Bleistift und ein Blatt Papier. Zeichne den Umriss eines Schmetterlings auf das Blatt. Schneide den Schmetterling aus. Forme eine große Kugel aus dem Salzteig. Walze sie nun mit dem Nudelholz zu einem richtig flachen Pfannkuchen aus. Schritt 2. Setze die Formen zusammen. Lege deine Papierschablone auf deinen Salzteigpfannkuchen. Nimm das Messer und fahre mit der Klinge rund um die Papierschablone. Entferne den überschüssigen Teig. Damit sind die Flügel fertig. Mache eine weitere Kugel und rolle sie zwischen deinen Händen hin und her. So bekommt sie die Form einer Wurst. Das ist der Körper deines Schmetterlings. Lege die Wurst auf die Flügel. Drücke nun zwei Linsen anstelle der Augen in den Salzteig. Nimm Sonnenblumenkerne und bringe sie auf den Flügeln an. Jetzt nimmst du einen Zahnstocher und brichst ihn in zwei Teile. Stecke die zwei Enden oben in den Kopf. Das sind die Fühler. Hast du das alles? Gut gemacht! Schritt 3. Trockne und backe den Salzteig. Schieb den Schmetterling bei 100 Grad in den Backofen. Lass dir dabei von deinen Eltern helfen. Hol ihn aus dem Backofen, sobald er trocken ist. Schritt 4. Bemale den Salzteig. Nimm den Pinsel und die Farben und bemale damit den Schmetterling. Den Körper könntest du zum Beispiel grün machen und die Flügel lila. Soll der Schmetterling glänzen, dann lackiere ihn. Tada! Dein Schmetterling ist fertig!